nach einigem Hin und Her dann doch geschafft, ein bisschen Old But Gold heute anzuschmeißen. Diesmal war ich natürlich so clever, um das Spiel zu starten, bevor ich den Stream anmache. Ja, heute weihnachtlich unterwegs mit Lebkuchen und auch für euch alle da draußen ein Herzchen. Ja, so diesmal habe ich mir auch vorgenommen, mal die halbe Stunde Regel quasi zu Herzen zu nehmen hier. Und damit ich klar, ganz passable Teile auch für YouTube habe. Ich wollte noch so viel erzählen und sagen, alles vergessen. So. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir in den Sumpf. Ich glaube, wir müssen in den Sumpf. Oder alternativ mit dem am Tor reden. Mit dem Baal am Tor, weil der kann mir auch noch quasi helfen, da aufgenommen zu werden. Relativ einfach. Ja, ich kann sehr gut surfen hier, ja. Kann man auch mal in den Baum reingucken, kein Problem. Ja. Ich glaube, da muss ich jetzt erstmal eine Runde schlafen, weil der nachts weg ist. Und dann kann ich mit Lester in der Nacht reden. Um dann. Ach, vielleicht erstmal hier noch. Nix. Okay, ich habe kein Fleisch mehr zum Braten. Hey du! Oh. Die richtige Entscheidung. Falscher Ball. Ich mich nicht angesehen hier. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Wir müssen jetzt mal weg. Der Schläfer möge dich behüten. Ich probier's einfach mal. Hey du! Auf schnell! Raus! Hey du! Du hast da drinnen nichts zu suchen! Ja, kann er sich jetzt mal hier verpissen? Auf, geh weg! Mit Untertitel versteht man sogar, was die Baals sagen. Hey, wenn du. Raus hier! Jetzt. Die richtige Entscheidung. Erzähl mir was über das Lager. Nee. Was willst du wissen? Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Was hat es mit dem Schläfer? Und auch alle Gesprächsoptionen ausprobieren. Solange kann ich mein Lebkuchen essen. Göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen, zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Der Schläfer möge dich behüten. Dann gehe ich doch mal in den Sumpf, wenn ich auf dem Rückweg hoffentlich mal den Wal da weg habe, damit ich den Lester mal reden kann. Auch interessant, wer diesen Baum hier gefällt hat. Mit einem Handkantenschlag lag der auf der Seite. So sieht es zumindest aus. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube auch die Kante. Die Kante der Barriere. Und wenn man in die reinrennt, dann stirbt man leider. Ist nicht schön. Die pinken Steine im Sonnenuntergang. Nochmal kräftig alles einsammeln. So. Drei dieser Gruppen gibt's. Wal Oron schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Hab ich schon mal versucht. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha, ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Huh? Nein, sag mal, an wen? Du hast doch was vor. Ich sage dir, wenn das Kraut nicht bei Kor Kalom ankommt, kriegen wir beide mächtigen Ärger. Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen. Nun, ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so eine Menge Kraut schon interessieren. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, machen sie Sumpfhaifutter aus dir. Ich weiß von nichts. Klar? Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. So läuft das nicht. Ich will 50 Erz Vorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. Vergiss es. Denk bloß nicht, du könntest einfach ins neue Lager spazieren und es irgendwem andrehen. Wenn du den richtigen Namen nicht kennst, wirst du es nie los. Es sei denn, du lässt dir von einem Banditen über die Rübe hauen. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. So. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Einmal reingedrückt nochmal, ja. Muss hier die minderwertigen Arbeiten machen quasi. So, hier muss man natürlich aufpassen. Da sieht man es schon im Hintergrund. Die Sumpfhaie. Recht zäh Biester und auch sehr stark, also im vorangehenden Teil schon mal von einem Lurker aufs Maul bekommen, die sind nochmal eine Ecke härter als der Lurker und dem Lurker habe ich ja kaum was abgezogen. Aber die muss man zum Glück nicht besiegen, beziehungsweise an denen kann man vorbeilaufen, die sind auch so an sich recht träge, sie werden aber, wenn sie dann einen Fokus haben, doch recht schnell. Traut man ihn gar nicht zu, den Würmern. Die kommen dann so angeglibbert. Und sie haben auch einen sehr markanten Schreiton. Ich will nicht alle von euch auf einmal mal langsam vortasten. Hallo. Hallo. Ah, jetzt. Die machen nämlich schon ganz schön Schaden. Also sie sind, der Sumpfhai ist aber gefährlich nahe. Die machen zwar ganz guten Schaden, aber so an sich halten die ja nicht viel aus. Aber
schon 30 Lebensenergie abgezogen bekommen von den zwei Kandidaten hier. Ich will mal alles einsacken. Die dritte verhauen. Der nächste den Find. Boah. Da unten sind auch noch drei. An sich würde ich die jetzt auch gern ab zusammenhauen. Um die Erfahrungspunkte zu sammeln. Aber im Wasser kämpft sich da recht schwer. Aber ich glaube, ich muss die sowieso. Sehen wir gleich. Hallo. Hallo. Ja. Erstmal Kräuterchen einsammeln. Was man hat, das hat man. Ja, die 300% Sichtweite merkt man hier schon. Früher war das nicht ausgelegt, dass man so weit sieht. Dann sieht man auch schon mal im Hintergrund eine matschige Textur. Hallo. Bal-Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalon bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal-Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Bal-Orun schickt mich aber wirklich. Natürlich. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritt. So leicht kommst du mir nicht davon. Barrierenende hier mittendrin. Aber da hinten sind auch noch Kräuterchen. Okay, dann speichere ich lieber mal, bevor ich jetzt in die Barriere renne und explodiere. Kräuter. Ja, etwas komisch. Blutfliegen tun einen nur zweimal anhupen, bevor sie losfliegen. Hallo? Hallo? Jetzt hat er mich entdeckt, oder sie, die Blutfliege. War knapper als erwartet, aber das war genau das. Im Wasser stehen, kämpfen, ist in Gothic gar nicht so eine gute Idee. Ja, auch ein bisschen Fleisch reinziehen, das heilt ein bisschen mehr und habe ich auch ganz gut. Gut Reserven. So, das müsste es aber gewesen sein. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritt. So leicht kommst du mir nicht davon. Ihr meint doch nicht etwa diese da drüben. Da habe ich ja schon ein bisschen Respekt vor. Weil da muss man in den Sumpf. Und der Sumpf an sich ist kein so entspanntes Pflaster. Da hinten leuchtet auch was. Kann man sich überlegen, ob man mal einen Abstecher hinmacht. Lass ich mal liegen noch. Ich weiß, dass noch eine Questreihe kommt, wenn man solche braucht.
Ein Hindernis im Spiel. So, ich hoffe mal, das war's jetzt. Ich trau mich da noch nicht so ganz rein. Ich sehe jetzt. Weit und breit okay, keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen. Das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Coeur Calum. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre. Keep on rolling, rolling, rolling. Ah! Ist es nicht romantisch? Gibt ihr irgendwo noch einen Templer, der einem was beibringen kann? Da muss man eigentlich schon ein bisschen vorsichtig sein mit dem Rumgehüpfe. Passiert es öfter mal, dass man irgendwie im Boden hängen bleibt. Du hast unsere Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Und nichts würde ich lieber tun, als die Robe eines Novizen tragen. Okay. Eigentlich habe ich gedacht, ich müsste nachher noch weg, aber jetzt kann ich doch ein paar mehr Teile anspielen. Auch nicht unbedingt so schlimm. Na, geht er irgendwann mal fort? Verpiss dich. Der fehlt mir noch, ne? Ich brauche 4 Bals, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe jetzt Bal Ogun, Bal, der auf dem Markt steht. Ich müsste noch entweder einen einschläfern oder hier ihn. Aber einschläfern, da fällt mir eine Spruchrolle dazu. Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt im Kopf oder jemand, der mir sowas verkaufen kann. Wenn ich einen neuen Lager nehmen müssen, wo ich gedacht habe, ich habe sie genommen. Scheinbar war das nicht so. Oder habe ich die Gesprächsoption vielleicht noch nicht freigeschalten? Weil ich weiß, dass man von ihm da vorne erfährt, dass man mittels Lester. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Bal-Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Bal-Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Ah, hier vielleicht. Bal-Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Ich weiß nicht, die Gurus, die ich beeindruckt habe, die sprechen aber trotzdem noch nicht mit mir.
Also hier habe ich ja einen beeindruckt. Aber der spricht auch nicht mit ihr. Vielleicht der, der die Novizen hinten belehrt. Geld machen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration schon. Hm. Wenn du mehr willst, komm morgen wieder. Oder kauf was. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Es empfiehlt sich eigentlich immer, relativ wenig Erz dabei zu haben und dann immer erst dann zu handeln, wenn man was direkt braucht. Da man schnell mal aus Morbi kommt und dann das ganze Erz weg ist. Oder das halbe. Ich glaube, sie gerade nehmen dir noch das halbe weg, nicht das ganze. Okay. Er hier ist weg. Er guckt sich auch ein bisschen die Wand an. Hm. Hat er uns auch nicht so viel zu erzählen. Du hast da drinnen nichts zu suchen. Aber wenn jetzt die ganzen Bals weg sind, dann könnte ich eventuell mit Lester reden. Okay, hier. Er ist noch da. Vielleicht sind dann die Chancen auch bei Lester noch nicht so hoch. Mal kurz gucken, aber Magie habe ich. Feuerball, Feuerpfeil, Heilung und Licht. Hm. Ich kann ja mal versuchen, ein Licht-Zauberspruch anzuwenden hier. Hm. Wobei, ich war hier oben noch nicht. Das ist natürlich auch ein für mich später hoffentlich wichtiger Trainingsbereich. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Da will ich ja hin. Also das ist das Maximalziel. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Kor Anga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit dir. Voll der Auserwählte. Das ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Hat er? Vielleicht kann er dich nicht leiden. Wer weiß. Hier hängt's. Was ist da los? So. So. Dann gehen wir mal zurück ans Haupttor. Hoffen, dass der eine Baal sich jetzt verdünnisiert hat. Und dann ich auch zu den Novizen aufgenommen werden kann. Hier gibt es eine ganz, ganz tückische Stelle. Hier gibt es nämlich ein Loch irgendwo. Da bin ich schon das ein oder andere Mal runtergefallen. Ist da auch irgendwo eine Leiter? Kann man schon mal die Moves auspacken. Ich hab eigentlich jetzt gehofft, dass er sich bewegt. Ich
würde ihn jetzt gerne mal verklopfen. Ah, das ist bestimmt eine dumme Idee. Hey du! Komm mal ganz nach hinten. Raus hier! Richtig. Die richtige Entscheidung. Auf, red mit mir, bevor der noch wiederkommt. Ah. Der Schläfer möge dich behüten. Er muss doch auch irgendwann mal irgendwo hingehen. Hey du! Ja, komm. Raus hier! Mitternacht. Mitternacht ist er auch noch da, vielleicht morgens. Dann. Bleib aus den Hütten draußen. Nicht besonders schlau. Langsam werde ich sauer. Komm, steck das Ding weg. Okay. Die richtige Entscheidung. Trying. But I can't take that option. Ah, okay, yeah. Yeah, now I remember. You can. He can lead you through the... Zeig mir den Weg. Ah, yeah, okay. Thanks for that tip. Zum Alchemielabor. Folge mir. Yeah, he leads you the way, and then you can stop him. If you're fast enough. Stop! Okay. Wie bringe ich deinen Meister zu mir? I appreciate that. Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste nice. Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. There are und wir people out there who can help you. Baal Namib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. No problem. Der Schläfer möge dich behüten. Okay. Ah. Okay. I have to stop him again. Stop! Ich habe es mir anders überlegt. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Now he turns around. I'm checking real quick if I can change the subtitles to English. Would be an idea. Maybe here. I think there's only an option to get the whole game in English. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder.
Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Mach okay. Platz. I think we are ready to join the swamp, whatever. Hab jetzt 4 überzeugt. Okay. It's an awesome game in my opinion. One of my favorite games of all time. Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt. Baal Orun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Baal Tyon hatte dank mir eine Vision. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Gut, wenn die Baals für dich sprechen, dann soll mir das reichen. Hier, zieh das an. Und jetzt geh und mach dich nützlich. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Im neuen Lager gibt es eine kleine Gruppe von Männern, die ihre eigene Krautproduktion angefangen haben. Kümmere dich darum, dass sie die Produktion einstellen. Und wie? Belästige mich nicht mit Details. Die Krautmischer müssen ihr Lager irgendwo außerhalb des neuen Lagers haben. Du weißt, was du zu tun hast. Das war alles? Kein herzlich willkommen? Kein gar nichts? Herzlich willkommen. Gefällt mir schon viel besser. Steh hier nicht rum, tu was. Hier, nimm dieses Kraut und bring es zu Gomez ins alte Lager. Wenn dich seine Schergen nicht durchlassen wollen, sag ihnen, Kurkalon schickt dich. Du bist ja immer noch hier. Ja, yeah, I never played in another localization like English. I don't know. I think there's a Spanish localization and Russian, if I'm correctly. But yeah, it's the voice acting in the game in German is really good. Erwache! Was willst du? Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ach, gib her und verzieh dich wieder. So, im Lager angekommen. Mache ich kurz eine Pause. Kurze Pause, 5 Minuten. 5-minute break and I will be back. I am grabbing myself fresh coffee. So, 5-minute break and then I'm back.